Die negative Stimmung wurde durch den Mitschnitt der letzten Sitzung der amerikanischen Notenbank verstärkt, indem sich keine Hinweise für eine bereits im März avisierte Leitzinssenkung finden ließen. Nach wie vor machen die meisten Notenbanker innerhalb der Fed erste Leitzinssenkungen von der Inflation abhängig, und da immer mehr Frachtschiffe nun das Rote Meer meiden und der Ölpreis wieder steigt, ist man sich auf dem Paket nicht mehr so sicher, ob die Inflation bald stetig und sicher die 2% Zielzone der Notenbanken erreichen wird. Der Mitschnitt zeigt, dass die Fed bereit ist, die Wende nach unten einzuleiten, aber eben nur, wenn die Inflation auch weiter abnimmt. Was wir auf dem Paket sehen, ist eine Herausnahme der schon als sicher gegoltenen Leitzinssenkung der Fed im März. Das erklärt die ruckartige Korrektur in den Kursen seit Jahresbeginn.